willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 22. mit der Karriere beim 1. FC Köln. Wir haben das letzte Spiel gegen den VfL Bochum 1-0 gewinnen können und spielen jetzt gegen im Videotextmodus gegen den SC Freiburg. Dazu machen wir zwei Sachen. Nehmen wir erstmal die Rotation 2. Ja, wir haben einen Toten, ich weiß. Alle tippt. Müssen wir gucken, wie lange ist die Team noch verletzt? Bis zum 5.4. Alter Schwede, muss der Lempeller rein. Den hat man schon hochgeholt. Ein mit dir. So, wir kriegen jetzt den Julian Chabot. Der kommt dann direkt auf die 17. Und am 31. Januar bekommen wir dann den Bright RAMB von Bayern ausgeliehen. Ist schon voreingestellt gewesen, da konnte ich, habe ich jetzt keinen Einfluss drauf, da muss ich den halt nehmen. So. So, was machen wir noch? Wir spielen auf Konter, haben wir gesagt, ne? Jawohl, wir spielen auf Konter. Moment, wir müssen nochmal speichern. Wir spielen hier normalerweise ohne Konter, aber gegen Freiburg spielen wir auch mit Konter. Und müssen wir ein paar Mal im Jahr machen, weil manche Mannschaften, die verstehen das nicht anders. Die wollen nicht anders besiegt werden. Müssen wir mal gucken. So, let's go. Ja. Autosave. Chabot ist nicht da. Auch noch ein bisschen. Mal gucken, wann er kommt. Sollte jetzt kommen diese Woche, ja. Jugendspieler entdeckt. Sicher. Ah, Jugendspieler kommen zu mir. Danke, sehr gut. Ja, ich muss jetzt mal seine Trainingssachen hier. Ich kriege jetzt mal Schnelligkeit. Der Leben jung und Antritt. Und seine ganz anderen Sachen, die er da kann. Das heißt, wir fangen mit Abschläge an. Machen Mann gegen Mann. Und weil es so schön war, nehmen wir noch die Fangsicherheit mit rein. Sicher. Und dann geht er in die Reserve. Aktion. Ach ne, stimmt ja gar nicht. Er spielt ja in der Jugend. Bist du 17? Ja, eigentlich spielt er. Jugendmannschaft. Wo ist er denn? Wo ist der Pöllemann? Ist er doch in der B-Jugend? Bei mir bleibt. Was hat er? Einzelspieler, Kritiker. Okay. Mann. Wenn du einmal ein Kloß im Hals hast, dann bist du verloren, sozusagen. Er ist der Verlorene. Sicher. Gut.
Scouts gucken hier. Kann eine Aufgabe zugewiesen. Na 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 na. Du machst einen Jugendscout. Stuttgart 2 Pagiere. 18 Stürmer. Kostet der Pagiere. Kaufangebot. 4 Millionen. Nee, kann ich mir nicht leisten. Jugendscout. Macht der Jugendtrainer. Machen das. Das machen wir auch. Sitz passt, Wackel und hat Luft. So muss das sein und nicht anders. Training brauchen wir nicht. Und wir wollen uns am 31. also nächste Woche Montag wollen wir uns dann den Mukoko kaufen für nächste Saison. Gucken wir, ob wir den kriegen. Wir haben Bargeld, also mal gucken, wie viel Bargeld wir zur Verfügung haben für zukünftige Transfers. Bin ich mal gespannt. So. Wir haben ein Handicap von 22, Sitz passt, Wackel und hat Luft. Weiter geht's. Obus hat sein Trainingsziel erreicht. Chabot steht ab sofort unter Vertrag. Ausbau abgeschlossen. Schulungszentrum. Ja. Schulungszentrum brauchen wir. Das Schulungszentrum liegt bisher. Dankeschön. Paris, Athen, auf Wiedersehen. So. Chabot kriegt nicht die 5. Rückennummern. Der Chabot kriegt die 17. Yes, very well, Blech. Chabot kommt direkt hier rein. Hinder, du Inder. Schnelle Aufstellung. Zweite Mannschaft. Chabot rein mit dir. Und speichern unter. So muss das doch sein und nicht anders. Ho 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 ha 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 ha. Ho 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 ho. So, wir haben drei Nachrichten. Talent in Jugendcamp entdeckt, das ist immer schön, da freue ich mich doch. Jugendspieler kommt zu ihm, das habe ich schon gemacht. Jugendspieler entdeckt. Du bist ein Verteidiger. Du bist ein 3-Sterne-Verteidiger, dich behalten wir. Marvin Obus hat sein Trainingsziel erreicht. Das ist schön für ihn. Macht er weiter Robustheit. Macht er weiter linker Mittelfeldspieler. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Und dann trainiert er noch Ausdauer. Dankeschön. So muss es sein. Chabot steht ab jetzt unter Vertrag. Den müssen wir erstmal Trainingsziel geben. Robustheit 83, das passt. Aber Schnelligkeit und Antritt passt nicht. Schnelligkeit 64 ist zu wenig. Und Antritt 65 ist auch zu wenig. So, jetzt kommen wir in die Stärken. Mal gucken, was wir da haben. Wo hier am schwächsten ist. Ja, 78. Manndeckung. Gretchen 79. Wird auch trainiert. Und Zweikampf 81 wird trainiert. Jungschen. Was haben wir im Jugendcamp entdeckt? Müssen wir mal gucken. Ein Verteidiger aus Deutschland, Hans Mangold. Übernehmen wir mal. Gucken wir uns den Kameraden an. Alter Schwede, da haben wir wieder eine Granate. 14 Jahre alt. Superb. Robustheit. Machen wir. Schnelligkeit und Antritt hat er gut.
So. Machen wir erstmal Grätsche. Zweikampf. W für wichtig. Machen wir noch Flanken. Zweikampf. Und Ausdauer. So, wird der Stammspieler. Bist du rechter Verteidiger? Muss aufgestellt werden. Sehr gut in der Schule, das kann so bleiben. Was hat er denn? Ist fairer Spieler. Vereinstreu ist er und kann harte Freistöße schießen. So muss das sein und nicht anders. Und nicht anders, mein Junge. So, dann müssen wir nochmal in die Jugend gehen. In die B-Jugend. At the B-Jugend. So muss das sein, nicht anders. Alter, wie kommt der Kult denn das rein? Der Verteidiger muss aufgestellt werden. Mach etwas. Alter, kriegt ihr hier auch hin, ey. Bist du dumm? Wieso bist du rechter? Achso, muss ich in der Englisch spielen. Ah, muss aufgestellt werden. Nee, 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 nee. So mögen wir das, nicht anders. Nicht anders. Der bleibt linker Verteidiger, aber der trainieren. So ein Trainingsteam. Linker Verteidiger, mein Freund. Winter muss aufgestellt werden als linker Verteidiger und der kriegt einen Privatlehrer. Mach halt nass. So, jetzt können wir uns weiter unserer Mannschaft widmen und let's go. Scouting wurde abgeschlossen. Das ist immer schön. Da lacht das Herz. Fanartikel bereit zum Markteinführung. Scouting ist abgeschlossen. Sehr gut, Jungs. Burschens. Golf. Nicht mehr möglich. Das weiß ich. Und auf geht's ins Video, in den Videotextmodus. Genau, Videotextmodus. Und let's go. Dann kicken wir mal, was wir gegen Freiburg machen. 1:0 für uns. Durch El Skiri. Eins zu 0 zur Halbzeit. Sehr gut, Jungs. Das passt. Das passt wacker und hat Luft. Aber hier müssen wir was machen. Hier müssen wir drei Stück die schlechtesten trainieren lassen. Mit der schlechtesten Frische. Das wäre einmal Julian Chabot, natürlich. Nicht trainieren lassen, sondern massieren lassen. Dann den Marc Rutt. Massieren lassen, mein Freund. Und Luca Kilian. Massieren lassen, mein Freund.
Ansagen macht der Co-Trainer. Yes, very well, Blech. Co-Trainer macht die Auswechslung. Yes, very well, Blech. Und weiter geht's. So, mal gucken, was wir so alles treiben. 70. Minute 1:0. Jetzt liegen wir 1:2 hinten. 2:2. 2:2 haben wir gegen SC Freiburg gespielt. Das ist ja ganz okay, kann man nicht meckern. Schade, schießen die noch zwei Tore, die Hupenpupen. Die Öpenpöken. Aber so ist es eben, da kann man nichts machen. Da kann man nichts machen. Warum Bayern hat 8:0 gewonnen, gegen wem auch immer. Gegen Bayern gewonnen. Gegen Leipzig, oh hey, oh hey. Dortmund hat auch 5:0 gewonnen. Aber da in den Gefilden befinde ich mich leider noch nicht. Aber mal gucken, wann ich da hinkomme. Irgendwann komme ich da hin, auf jeden Fall. So, das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns morgen wieder zum Spiel gegen RB Leipzig im 3D-Modus. Bis morgen dann. Ciao, ciao.